Menschen sagen, dass ein Bild oft mehr als 1000 Worte zum Ausdruck bringen kann. Auf die meisten Bilder trifft das zu, aber die Mona Lisa ist mit eines der geheimnisvollsten Bilder, dessen Rätsel sich nicht durch bloßes Betrachten lösen lassen. Oder etwa doch? Die schwangere Mona Lisa. Kunsthistoriker, die davon ausgehen, dass es sich bei Mona Lisa um Lisa del Giocondo handelt, stellen die Theorie in den Raum, dass diese mit einem Kind von Da Vinci schwanger war, als das Bild gemalt wurde. Ihre Arme sind über Kreuz, über ihren Bauch gelegt und historische Wissenschaftler können belegen, dass del Giocondo zum Entstehungszeitpunkt des Bildes ein zweites Mal schwanger war. Die unbekannte Brücke. Der Hintergrund auf dem Bild der Mona Lisa ist sehr undeutlich gemalt worden und es kann nicht genau bestimmt werden, was als Vorlage dafür gedient haben soll. Die italienische Historikerin Carla Glori nimmt an, dass die Brücke über der linken Schulter der Mona Lisa, die Ponte Gobbo, zu Deutsch alte Brücke sein soll. Diese befindet sich in Bobbio, einem kleinen Dorf in Norditalien. Die vermutete Zahl 72 auf der Brücke könnte auf die Flut im Jahr 1472 verweisen, die die Brücke zerstörte. Das Lächeln der Mona Lisa. Das Lächeln der Mona Lisa ist subtil und geheimnisvoll und eines der am meisten diskutierten und umstrittenen Aspekte des Bildes. Niemand weiß, ob ihr Lächeln trauriger oder freudiger Natur ist. Das Interessante ist, wenn du das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtest, verändert sich auch die Wahrnehmung des Beobachters von dem Lächeln. Je weiter weg der Beobachter sich bewegt, desto fröhlicher wirkt es. Je näher er kommt, desto bedrückender ist es. Krankheit der Mona Lisa. Das Rätsel hinter dem Lächeln der Mona Lisa soll von einem Doktor gelöst worden sein, der davon ausgeht, dass die Frau auf dem Bild von einer Krankheit befallen war, die für Aufgedunsenheit, dünnes Haar und ein falsches Lächeln sorgt. Mit seinen geschulten medizinischen Augen will er festgestellt haben, dass die Frau auf dem Bild eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt haben soll. Diese ließe sich damit erklären, dass die Diät von Menschen im 16. Jahrhundert nicht ausgewogen war und diese Krankheit somit keine Seltenheit unter den Menschen war. Vielleicht kann diese Theorie das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa erklären, aber wirklich wissen werden wir es wohl nie. Warum wir sie so schön finden. Die Schönheit und Ästhetik des Bildes von Mona Lisa wird als zeitlos von uns empfunden. Ihr Lächeln und ihr Blick sind geheimnisvoll und irritierend zugleich und nehmen den Betrachter gefangen. Das Bild lässt sich in den sogenannten mathematischen goldenen Schnitt einfügen, der allen Dingen auf der Welt Grundlage ist. Ihre herausstechenden Aspekte finden sich in dem goldenen Schnitt in gewissen Proportionen, die auf das menschliche Auge angenehm wirken und uns das Bild als schön empfinden lassen wieder. Ihr irrender Blick. Der Blick aus den Augen der Mona Lisa fokussiert einerseits einen Gegenstand aus weiter Ferne, aber er sieht auch zugleich den Betrachter direkt in die Augen. Egal wie der Betrachter sich bewegt, ihr Blick wird ihm folgen. Das liegt daran, dass das Bild zweidimensional gemalt worden ist. Dieses optische Phänomen kann wissenschaftlich erklärt werden, doch es ist dem Genie von Da Vinci zu verdanken, dass er eine solche Technik ohne das wissenschaftliche Hintergrundwissen bei dem Malen des Gemäldes einsetzen konnte. Geheimcodes. In dem Bild sind mit Hilfe von modernster Technik kleine Buchstaben und Nummern gefunden worden, die sich über das ganze Bild verteilen. In Mona Lisas rechtem Auge erscheinen die Initialen LV, welche den Namen des Künstlers selbst festhalten sollen, Leonardo da Vinci. In dem linken Auge ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um die Buchstaben CE oder B handelt. In der Brücke befinden sich die Nummern 72 oder L und 2. Man fragt sich, weshalb der Künstler diese Zeichen in das Bild einflickte, wenn sie doch für das menschliche Auge nicht erkennbar sind. Wer ist sie? Die wahre Identität der Frau der Mona Lisa
ist eines der rätselhaftesten Aspekte des Bildes. Die meisten vermuten, dass es sich bei ihr um die 24-jährige Lisa Maria de Gardini handelt, die aus dem Adel stammte und 1479 in Florenz geboren worden war. Das Bild soll von ihrem Ehemann in Auftrag gegeben worden sein. Andere Theorien hingegen sagen, dass es sich bei der Frau auf dem Bild um Katharina Sforza handelt, eine Adlige aus Forlì. Manche denken auch, dass Da Vinci sich selbst auf dem Gemälde als Frau porträtierte. Das gestohlene Bild. Die Mona Lisa wurde im Jahr 1911 von dem Italiener mit dem Namen Vincenzo Perugia gestohlen. Er glaubte, dass das Bild von Bonaparte aus Florenz gestohlen worden war und wollte es wieder zurück in seine Heimat nach Italien von Frankreich ausbringen. Mehr als 2 Jahre blieb der Standort des Bildes unbekannt und weltweit kursierten die absurdesten Gerüchte über den Verbleib des Bildes. Dann im Jahr 1914 nahm Perugia Kontakt mit dem italienischen Kunsthändler auf. Er wollte von der italienischen Regierung eine Belohnung erhalten, wenn er das Bild zurück nach Florenz bringen würde. Die Spekulationen hielten an, denn Perugia hatte einen lächerlichen Betrag für die Überführung des Bildes nach Florenz von der Regierung gefordert. Die Öffentlichkeit begann zu hinterfragen, ob der Diebstahl des Bildes nicht vielmehr inszeniert worden war, um die Galerie und auch das Bild weltweit bekannter zu machen. Zusammen mit dem Dieb hatte ein berühmter Kunstfälscher gearbeitet, sodass davon ausgegangen wurde, dass die beiden Fälschungen an unwissende Sammler für hohe Summen verkaufen wollten. Keine der Theorien oder Gerüchte konnte aber je bestätigt werden. Ein verstecktes Bild im Bild. Im Jahr 2006 wurde die Mona Lisa mit einem Infrarotlicht bestrahlt und Wissenschaftler in Kanada fanden unter der Farbe Hinweise auf frühere Zeichnungen von Da Vinci, der zum Beispiel die Position ihrer linken Hand mehrmals verändert haben soll. Im Jahr 2015 präsentierte Pascal Cote das Bild hinter dem Bild der Mona Lisa, indem er die einzelnen Farbschichten auseinanderdividierte und analysierte. So fand er zum Beispiel das Porträt einer deutlich jüngeren Frau unter der Mona Lisa. Hat das Genie Leonardo da Vinci vielleicht ein und dieselbe Frau in verschiedenen Altersstadien gezeichnet und dann übereinander gelegt? Wer weiß, was noch sonst alles über das Bild zutage gefördert wird, wenn wir immer mehr und genauere Möglichkeiten haben, das Bild Mona Lisa, das Phänomen Mona Lisa, zu studieren.